Wir haben uns jetzt schon in bereits zwei anderen Videos mal ursprüngliche Drehbücher angeschaut. Zum einen haben wir uns angeschaut, wie Jurassic Park 3 hätte werden können, wenn Michael Crichton und auch Steven Spielberg weiter mit an dem Film beteiligt gewesen wären. Zum anderen haben wir uns auch mal Jurassic Park 4 angeschaut gehabt. Ja, ganz ursprünglich gab es auch mal eine Idee für einen vierten Jurassic Park Film, die dann eben verworfen wurde. Die Gründe habe ich dir mal alle hier oben verlinkt. Da findest du dieses Video, das kannst du gerne nachholen. Jetzt ist allerdings ein weiteres Skript aufgetaucht von einer ganz frühen Version zu Jurassic World. Beziehungsweise ist das Skript nicht erst jetzt aufgetaucht, aber ich bin erst jetzt auf dieses Skript gestoßen. Was genau hätte ursprünglich in Jurassic World passieren sollen? Warum ich davon eigentlich ganz begeistert bin und was mich an diesem Skript und auch an den Drehbuchideen so fasziniert, das erfährst du in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß! Bevor das Video jetzt losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz an das Gewinnspiel zu dieser Jurassic Collection erinnern. Ihr habt mir jetzt wirklich zahlreiche Ideen eingeschickt und worauf ich hier noch ganz kurz eingehen will, ist einfach eine Frage an euch gerichtet, wie wir denn die Verlosung am 15. Februar dann stattfinden soll. Der Satz war falsch gegliedert, ihr wisst, wie ich das meine. Meine Idee war gewesen, dass wir das Ganze eventuell live machen, allerdings habt ihr mir jetzt so viele Geschichten geschickt, dass ich euch den Vorschlag machen würde, das Ganze eventuell auch einfach in einem Video vorzutragen und dann wirklich mehr als jetzt nur die Top 3 Geschichten vorzulesen. Mir persönlich würde zweitere Idee ein bisschen besser gefallen, weil ich da auch wesentlich besser auf eure Geschichten eingehen kann und die wirklich auch mal alle in einem schönen langen Video präsentieren kann. Allerdings gebt wie immer ihr hier den Ton an, wenn ihr sagt, nee Tobi, ich will das Ganze live haben, dann mache ich das Ganze auch sehr gerne live für euch. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare unten rein, wie soll die Verlosung hiervon am 15. Februar stattfinden. Ich werde euch jetzt im Laufe des Videos natürlich wie immer versuchen, auch möglichst viele Skriptbilder und Konzeptbilder einzublenden. Dabei wird euch immer wieder auffallen, dass ich von Jurassic World rede, auf diesen Konzeptbildern aber immer wieder steht Jurassic Park, beziehungsweise zum Teil auch Jurassic Park 4. Der Grund dafür ist, dass man dieses Konzept hier erstellt hat, noch bevor der Name Jurassic World überhaupt klar gewesen ist. Das heißt, dieses Konzept ist entstanden, als man sich noch ein bisschen an dem Titel Jurassic Park 4 festgebissen hat. Das auch irgendwie zu Recht. Ich meine, Jurassic Park, der Film heißt so, weil es eben um den Jurassic Park geht. Jurassic Park 2, den viele Jurassic Park 2 nennen, heißt hier eigentlich gar nicht Jurassic Park 2, sondern eben The Lost World, nur mit dem Untertitel Jurassic Park, damit man eben weiß, dass es zu der Reihe mit dazu gehört. Aber eigentlich gehört das ganze Jahr, oder gehört die ganze Geschichte ja in diese vergessene oder in diese verlorene Welt. Deswegen heißt der zweite Teil auch eigentlich nur The Lost World. Dass Jurassic Park 3 Jurassic Park 3 heißt, macht gar keinen Sinn. Und jetzt kommen wir dann eben hier zu diesem Skript von Jurassic Park 4. Warum ich aber sage, das ist ein ganz frühes Skript von Jurassic World, das wird sich gleich während meinem Vortrag hier, glaube ich, auch von alleine erklären. Es werden hier unfassbar viele Parallelen auftauchen und sehr viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, irgendwo hätte ich es gern gesehen, aber ich glaube, hätten wir dieses Skript so bekommen, wie es denn ursprünglich geplant worden ist, wäre das nicht so cool gewesen. Ich höre jetzt einfach mal auf, in Rätseln zu sprechen und wir quatschen jetzt einfach mal über diese ganz frühe Planung von Jurassic World. Nachdem Steven Spielberg und Michael Crichton ja von Jurassic Park 3 abgesprungen sind und Jurassic Park 3 auch so ein bisschen gefloppt ist, hat man sich wirklich eine lange Zeit darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze jetzt fortgeführt wird. Relativ weit am Anfang, also zu Beginn der Planung für eine Fortsetzung von Jurassic Park 3, da sollten ursprünglich Rick Jafar und Amanda Silver, wer die beiden nicht kennt, das sind Drehbuchautoren von Planet der Affen, meine ich, war es gewesen, also von den Remakes, die sollten ursprünglich auch das Drehbuch zu Jurassic Park 4 oder eben zu dem Jurassic World Film schreiben. Niemand geringeres als J.A. Bayona sollte dann dabei Regie führen. Der Plan ging aber nicht so ganz auf, weil Bayona eben sehr viele Termine zu dem Zeitpunkt hatte. Es wird vermutet, dass da auch schon die Planung zu 7 Minuten nach Mitternacht begonnen hat. Ein super krasser Film, den ich nur jedem empfehlen kann, der auch mal das ein oder andere Tränchen verdrücken will. Deswegen wurde dann Bayona relativ schnell auch schon auf die Warteliste gesetzt. Also im Endeffekt sollte der Film dann nicht mehr von ihm gedreht werden, weil er eben einfach keine Zeit hatte. Was dann im Nachhinein irgendwie lustig ist, zu wissen, dass Bayona aber dennoch Fallen Kingdom später gedreht hat. Für mich ja immer noch der beste Teil der Jurassic World Trilogie, steinigt mich nicht dafür, es ist einfach meine Meinung. Aber ein Jurassic Park bzw. Jurassic World Film von den Drehbuchautoren von dem Planet der Affen Film, das hätte ich doch sehr gerne gesehen. Von vornherein ist klar gewesen, dass man in diese Fortsetzung zu Jurassic Park 3
drei essentielle Dinge mit einbauen will, die auch Steven Spielberg schon relativ früh geplant hatte. Das war damals aber noch zu Zeiten, bevor Jurassic Park 3 rausgekommen ist und man sich da schon Ideen zurechtgelegt hat, wie es denn nach einem Jurassic Park 3 weitergehen könnte. Und zwar sprach Spielberg schon damals immer davon, dass er in einem vierten Film gerne einen offenen Park gehabt hätte. Er hätte gerne einen Raptorentrainer mit dabei gehabt, der dann irgendwann auch einen Bezug zu den Velociraptoren aufbaut, und er hätte gerne eine neue Dinosaurier-Gefahr gehabt. Ob das Ganze schon damals als Hybriden geplant war von Spielberg selber, das ist eher unklar, aber das spielt auch gleich keine Rolle mehr. Was jetzt hier wichtig ist, sind erstmal diese drei Punkte. Wenn wir uns die mal anschauen, der Park ist eröffnet, das haben wir jetzt in Jurassic World auch bekommen, sogar der Raptorentrainer, der einen Bezug zu den Raptoren aufbaut. Naja, das sind ganz einfach Owen, der dann später auch einen ganz starken Bezug zu Blue aufbaut. Allerdings hätte Owen hier nicht Owen heißen sollen, sondern Vance, und der Film hätte damit beginnen sollen, dass Vance und ein Velociraptoren-Squad einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug machen und in einem Drogenkartell landen und dann da quasi erstmal aufräumen. Da fängt es jetzt schon an. Also wie gesagt, jetzt versteht ihr auch vielleicht meine Aussage von vorhin. Ich hätte das Ganze irgendwo jetzt gerne gesehen im Nachhinein, aber wenn das meine Fortsetzung zu Jurassic Park gewesen wäre, wäre das vielleicht ein bisschen zu heftiger Trash gewesen, wenn da Velociraptor mit Fallschirm irgendwo landen und dann da, naja, eben Terz machen. Aber auch hier merkt ihr wieder, dass diese Grundidee, dass die Raptoren oder dass generell Dinosaurier zu Waffen gemacht werden, an dieser Idee sind wir so oder so nicht vorbeigekommen. Also die gab es ja sogar schon im ganz frühen Grundkonzept. Bei Jurassic Park 3 wurde das sogar schon mal angerissen, ganz plump in dem Grundkonzept von Michael Crichton und auch Steven Spielberg. Und eine Fortsetzung zu Jurassic Park 3 hat in jedem Konzept, in nahezu jedem Konzept immer die Idee gehabt, jetzt gehen wir in Richtung Militär. Das heißt, vielen gefällt das ja nicht. Ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht, ob das denn Sinn machen würde, Dinosaurier zu militarisieren, und ganz kurzer Spoiler, naja, wir machen es auch mit Hunden. Delfine werden militarisiert. Es gibt sogar Affen und Ratten, die mit Sprengstoff geladen in bestimmte Gebiete, in Kriegsgebiete geschickt werden. Also die Antwort ist ganz einfach, ja, natürlich würde es auch Sinn machen, weil wir machen es in unserer echten Welt jetzt hier auch schon, nur halt eben mit Tieren, die nicht ausgestorben sind. Noch nicht. Aber wir arbeiten ja dran. Der Film sollte also in Kolumbien beginnen und dann eben mit diesem Raptoren-Squad und mit diesem Vance, der eben diese Aktion anführt. Währenddessen wäre dann parallel dazu ein Jurassic Park eröffnet worden. Wie gesagt, hier ist immer noch von Park die Rede. Ihr merkt jetzt aber langsam, warum ich das Ganze als frühes Skript für Jurassic World ansehe, weil die Parallelen doch hier unverkennbar sind. Ebenfalls sollte eine Figur namens Whitney mit eingeführt werden, die den Jurassic Park managen sollte. Wer jetzt hier an Claire denken muss, ja, definitiv basiert Claire auf diesem ursprünglichen Skript und eben dieser Figur. Whitney sollte es irgendwie schaffen, Vance dann eben vom Militär in den Park zu holen und dann eben dabei zu helfen, die Tiere im Park weiter zu dressieren. Warum er letztendlich gesagt hätte, ja, ich verlasse meine militärische Laufbahn und gehe dann irgendwie in so einen Park, wo quasi genau das gemacht wird, was ich eigentlich nicht möchte. Ich glaube, da hätte sich dann der Plot auch ein bisschen schwer getan, das irgendwie logisch zu erklären, aber das wäre eben die ursprüngliche Idee gewesen. Ebenso sollte Whitney im Verlauf der Geschichte von der Bösewichtin zur Heldin werden. Und auch hier kann man kleine Parallelen zu Claire wiedererkennen, die ja auch in Jurassic World dann irgendwie so einen Wandel mitmacht. Sie war jetzt wirklich nie die Antagonistin, aber sie macht dann schon so einen Wandel durch, von wegen, ich sehe, dass das keine Produkte mehr sind, es sind Lebewesen, und das sollte eben hier noch ein bisschen heftiger dargestellt werden. Ein weiterer Teil der Handlung sollte eine chinesische Paläontologin mit einbinden, die zusammen mit ihren beiden jungen Söhnen, die Namen waren Tim und Nick, und hier hätten wir dann so einen kleinen Twist bekommen. Die Paläontologin ist nicht ohne Grund mit ihren Kindern im Jurassic Park. Man sollte zuerst denken, okay, der Park ist eben eröffnet, das sind jetzt einfach ganz normale Besucher, aber nein, die Paläontologin sollte auf der Suche nach einer DNS sein, für die sie mitverantwortlich war, um einen Dinosaurier zu züchten, der niemals das Licht der Welt erblicken sollte. Und diese Dino-DNS wurde ihr selber gestohlen von Ingen oder Masrani, wer auch immer in diesem Konzept jetzt hier den Jurassic Park eröffnet hätte. Das Tier, welche mit dieser DNS erschaffen werden sollte, wäre ein Hybrid gewesen. Also ja, die Hybrid-Idee war auch schon relativ früh zur Planung, als das Ganze sogar noch Jurassic Park 4 genannt wurde, war auch der Hybrid schon im Hinterkopf von vielen Produzenten gewesen. Der sogenannte Malusaurus sollte das neue Oberbösewicht-Tier sein. Also hier ist wirklich von Villain die Rede, also das sollte ein Bösewicht darstellen, das Tier. Und eine Kombination aus Tyrannosaurus Rex und jetzt geht mir das Herz auf und Spinosaurus darstellen. Ja, der Spinosaurus hätte also noch eine wichtigere Rolle spielen müssen, beziehungsweise eine wichtige Rolle spielen sollen. Aber da Jurassic Park 3, wie wir alle wissen, nicht ganz so gut weggekommen ist, hat man das generell mit dem Spinosaurus verworfen. Ebenfalls sollte es dann in diesem Film zu einer Jagd kommen, in der der Malusaurus ausbricht und dann eben von den Velociraptoren zusammen mit Vance
gejagt wird. Diese Szene sollte ursprünglich aber schon wesentlich früher im Film beginnen, das heißt so ungefähr ab der Hälfte des Films sollte diese Jagd dann schon beginnen. Außerdem wäre eine Sache, und jetzt muss ich hier Jurassic World wirklich loben, wäre damit sehr wahrscheinlich weggefallen, und zwar der Moment, in dem der Indominus Rex die Velociraptoren umdreht und quasi das Alpha dieses Rudels wird. Die Idee hätte jetzt hier nicht mehr funktioniert, weil laut diesen Skripten eben keine Velociraptoren-DNA in diesem neuen Hybriden gewesen wäre. Deswegen wäre das wahrscheinlich hier nicht passiert. Das finde ich eine super schöne Sache an Jurassic World, dass sie nämlich hier zeigen, du kannst diese Velociraptoren nicht kontrollieren, wenn die Natur eingreift. Das war irgendwie eine ganz schöne Message, auf die wir hätten eben hier dann verzichten müssen. Übrigens wäre der Grund, warum dieser Hybrid ausgebrochen wäre, der gewesen, dass die chinesische Paläontologin, ich muss sie einfach so nennen, weil hier kein Name genannt wird, die hat auf ihrem Weg, auf der Suche nach dieser DNS, die sie ja quasi zurückstehlen will, nimmt sie halt auch so ein paar Risiken in Kauf und schaltet quasi Sicherheitssysteme ab, und dann haben wir wieder so ein Callback zu Jurassic Park. Braucht man das? Nee. Aber ist die Idee besser als das, was Jurassic World gemacht hat? Ja. Deswegen sollte dann das Tier auch in der Lage gewesen sein, das Gehege letztendlich zu verlassen. Nicht nur dieser Hybrid hätte das Gehege allerdings verlassen, auch noch eine ganze Gruppe von Flugsauriern, wahrscheinlich Pteranodon hauptsächlich, Stegosaurier. Es hätte eine Szene geben sollen, in der Velociraptoren gegen Stegosaurier kämpfen. Das hätte eine der großen Szenen sein sollen. Wenn wir uns hier mal diese Karte anschauen, denn das Skript war wirklich schon so weit fortgeschritten, dass man sich sogar schon eine eigene Karte erstellt hat von dieser Insel, also von der Isla Nublar. Da kann man hier so ein paar Momente einfach sehen, die später hätten im Film auftauchen sollen. Da sehen wir auch dann, dass die beiden Kids, Nick und Tim, hätten von Flugsauriern angegriffen werden sollen. Ich meine, es waren Pteranodon. Ich werde sie gerade mal einblenden. Es gab eine Szene, in der die Velociraptoren die eine Herde Stegosaurier angreifen. Hier ist auch noch interessant, dass einer der Velociraptoren Red hieß. Ja, Red kennen wir vielleicht noch aus Jurassic World Dominion, da hieß ein Atrociraptor auch Red. Nein, dieser Red hier würde mehr so Blues-Rolle einnehmen, hätte aber das Design eines männlichen Velociraptors aus Jurassic Park 3. Ich liebe dieses Design und ich hätte Red sofort gegen Blue ausgetauscht. Nichts gegen Leute, die Blue mögen, aber Blue ist einfach nur ein Merchandise-Tier, das irgendwie Spielzeug verkaufen soll. Naja, egal. Hier auf der Karte haben wir jetzt auch wieder eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also, wir haben jetzt hier verschiedene Vorfälle, die eben aufgeschrieben sind oder aufgelistet sind, was in dem Park hätte passieren sollen. Und mitten auf der Insel steht nur der M-Saurus. Und das ist nicht unbedingt der Mosasaurus. Es gibt ja verschiedene Varianten von diesen Wassertieren. Wie auch immer, wie das Ganze hätte in der Mitte der Insel ablaufen sollen, kann ich jetzt nicht sagen, weil das irgendwie keinen Sinn ergibt. Es sei denn, man hätte später noch gesagt, okay, wir tragen den Namen schon mal hier ein von dem Wasserdinosaurier oder von dem Wassertier, und da hätte es dann eben später diese Lagune gegeben und da wäre dann irgendein Vorfall passiert. Das ist hier weder beschrieben, aber das könnte ich mir jetzt irgendwie so zusammenreimen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Velociraptoren hätten wie in einem Zirkus auftreten sollen? Ist kein Spaß. Vance hätte vom Militär abgezogen werden sollen, um dann eben in diesem neuen Jurassic Park zu arbeiten, um die Dinosaurier wirklich noch mehr zu dressieren. Es hätte eine Stelle geben sollen, in der quasi wie eine Zirkusmanege aufgebaut worden wäre und die Velociraptoren dann da bestimmte Kunststückchen vorgeführt hätten. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das driftet dann so ganz groß ab in die Trash-Richtung auf einmal. Dieses gesamte Drehbuch hier ist natürlich kompletter Trash. Da muss man wirklich sagen, da hat Jurassic World vielleicht einen besseren Ansatz gefunden, das ein bisschen mehr zu erden. Aber trotz des gesamten Trashs finde ich das ist nochmal so ein bisschen... Das treibt es nochmal so ein bisschen auf die Spitze. Velociraptoren, die aus dem Flugzeug springen mit Fallschirmen und die im Zirkus auftreten und Bälle auf der Schnauze balancieren, das wäre schon, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Zur Geschichte des Films ist eben so viel bekannt, dass wir das Ganze in drei Etappen hätten begleiten sollen. Die eine Etappe wäre eben hier mit Vance gewesen, der die Velociraptoren eben trainiert und dann später auch auf die Suche geht nach dem neuen Hybriden, der eben auch dann im Park ausgebrochen ist. Die zweite Geschichte hätte sich um die Kinder der chinesischen Paläontologin gedreht, wie die eben im langsam verfallenden Jurassic Park überleben müssen. Und die dritte Geschichte wäre eben die gewesen, wo die Paläontologin versucht, an die Dino-DNS zu kommen. Henry Wu ist übrigens ursprünglich hier nicht mit dabei gewesen, also von dem wird hier kein Wort verloren. Der scheint in der ganz frühen Planung noch keine Rolle gespielt zu haben. Finde ich jetzt nicht schlimm, ich habe Henry Wu irgendwie nicht gebraucht, beziehungsweise hat man Henry Wu einfach auch austauschen können, im Endeffekt gegen jemand anderen. Aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten. Ich muss sagen, ich finde das Design von diesem Dinosaurier nett, aber ich bin dann doch irgendwo froh, dass wir den Indominus Rex bekommen haben, weil der dann doch sehr viel, er wirkt für mich einfach organischer in dieser Welt. Dieser Saurier sieht mehr aus wie so ein Kaiju in klein und ist
anscheinend auch mehr ein Monster gewesen, weil es eben als Bösewicht angepriesen wurde. Aber das wäre ursprünglich der Jurassic Park 4, beziehungsweise ihr merkt, der Jurassic World Film gewesen, den wir jetzt bekommen haben. Es gibt sehr viele Parallelen zu unserem Film, den wir auch dann wirklich auf der Leinwand sehen konnten. Und es ist sehr interessant, das Ganze mal durchzulesen. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Was sagst du zu dieser ursprünglichen Idee eines Jurassic World bzw. Jurassic Park 4 Films? In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.